Habe ich schon erwähnt, dass es hier ein kleines bisschen verwinkelt ist? Oh. Tür ist verschlossen. Und es scheint in dasselbe Gebiet zu führen, wo die andere Tür auch hinführen würde, wenn wir sie denn öffnen könnten. Also müssen wir definitiv dahin. Vier Löcher im Boden. Okay. Achso, und hier kommen wir jetzt wieder da, wo wir... Ja, okay. Du heil bitte die Schwäche. So. Ich springe mal in eins von den Löchern rein. Wow. Das ist ein richtiger Abenteurer. Da ist ein Loch in 12 Metern Tiefe. Wo Blitze funkeln und alles mögliche. Und wir springen einfach runter. Weg, weg, weg. Weg. Twister töten, Twister töten. Da. Du, mach bitte genau das, was ich eben gerade gesagt habe mit dem Leben teilen. Genau. Weg. Weg. Hier müssen doch irgendwelche Schalter oder so sein. Bisher haben wir nur ganz viele verschlossene Türen. Und zigtausend Gegner. Aber das hier sieht gut aus. Scheint irgendein Verbindungstunnel zu sein. Eine Jeffreys Tube. Oh Gott. Au, 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 au. Zauberpunkte sind gleich aus. Könnte eng werden. Warum auch immer. Schnell weg und töten und. Nee, komm. Flucht! Du bring uns bitte dahin. Ja. Okay. Wir gehen mal wieder zum Tempel. Dann springen wir zurück, versuchen wieder dahin zu kommen, wo wir eben gerade waren. Möge das Glück mit dir sein. Ja, und das war's. Also dieser Tunnel sah schon echt gut aus. Ich denke, da müssen wir weitermachen. Das war's. Sackgasse? Sehr komische Sackgasse. Also hier links rum. Dann versuchen, in den mittleren Raum zu kommen, wo wir nicht reinkommen können. Okay, das ist ein Problem. Also wir müssen hinter diese Wand da. Also wir müssen jetzt doch hier weiter, oben rum. Genau. Da hätten wir hochgemusst. Aber ich guck mal ganz, was auf der anderen Seite ist. Wahrscheinlich genau das gleiche. Oder noch ein Raum voll mit Gegnern. Ja. Baum. In den Baum ist eine Botschaft eingeritzt. Der vierte ist vor dem Ende der Nummer... Oh. Der vierte ist vor der acht. Archibald hilft euch mit all seiner Macht. Archibald, okay. Gut. Der vierte ist vor dem Ende. Ach, warte mal. ABCD? D ist vor dem Ende. Also ist D der dritte, der vorletzte Buchstabe? Der vierte ist vor dem Ende? Der acht. Boah. Ja gut. Töten. Du bringst uns mal hoch da. Ich glaube, da haben wir es einfacher. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Hey. So war das nicht geplant.
Nochmal. Können wir behilflich sein? Aber es ist ein gutes Zeichen. Wenn die uns zigtausend Gegner in den Weg schmeißen, müssen wir richtig sein. Das ist Might & Magic 6 Logik. Töten. Genau, hier lang. Ich will da nicht rein. Ja gut. Also du hüpfen. Magier töten. Die machen mich am meisten Schaden hier. So, kaputt. Ruhige Ecke. Du. Das da. Oh, Geruchmann ist fast tot. So, weg mit dir. Du da, Heilung. Alle sind verrückt. Du, Heilung. Ja, komm ruhig her. Einzeln ist sowieso besser. Die Tür ist verschlossen. Natürlich ist die Tür verschlossen. Alle Türen sind zu in diesem verdammten Schloss. Aber wir haben einen Großteil umgebracht. Das. Okay. Wir haben einen merkbaren Prozentanteil tot gemacht. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, doch, das geht. Komm. Jo. Und wieder raus. Und wehe, einer von denen hat jetzt einen Schlüssel dabei oder so eine Scherze. Dann dreh ich durch. Du. Nicht dahin. Den. Haben wir vielleicht schon wieder einen Stufenaufstieg geschlagen? Nee. Wir sollten was spenden. Das haben wir letztes Mal vergessen. Wir sind oft berüchtigt. So. Vielleicht klappt das jetzt ja irgendwie besser. Mann. Also ja, der Dungeon ist wesentlich angenehmer als Burg Kriegsbeier zum Beispiel. Wegen keine Augen und so. Aber es ist einfach so viel hier. So, weg. Die Schrapnelle funktionieren komischerweise sehr gut gegen die Wirbelwinde. Ruhig. Na gut, jetzt ruhig. Okay, was soll uns der Raum eigentlich sagen? Also wir haben hier einen kryptischen Baum drin, der uns sagt, dass Archibald uns toll findet. Wir haben eine Nische, wo nichts drin ist. Wir haben einen Wasserpool, wo wir unsere Füße nass machen können. Und wir haben eine Kiste. Damit können wir was anfangen. Aha, ein Schlüssel. Sehr gut. Schatzkammerschlüssel, das klingt gleich noch viel besser. Du, springen wir da hoch. Das wird dann die Tür sein, die wir eben gerade nicht öffnen konnten, ne? Die da. Und hier ist auch noch ein Raum. Jo, geht auf, sehr gut. Gold. Ja, ganz, ganz viele Kisten. So muss das sein. Was? Smaragd, Rubin, Amethyst. Wow. Okay. 4. Ups. Die sehen aber sehr komisch aus. Sind die verflucht und wir sterben für jeden Diamanten, den wir einsammeln, einen qualvollen Tod? Denke nicht. Du dahin. Ja, sehr gut. Ich denke, damit haben wir uns ein, zwei Stufenanstiege finanziert. Ja, okay, die Bücher sind jetzt nicht so viel wert, aber es wird sich läppern.
genau das meine ich. Das ist eine Schatzkammer. Das haben sehr viele moderne Spiele nicht mehr. Dass man wirklich noch mehrere Minuten damit verbringen muss, zu looten. Nichts anderes. Einfach nur gucken, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit. Jetzt haben wir dieses ganze Döns hier. Müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Aber es könnte Platz sein für eine zweite Seite. Deswegen schmeißen wir ein bisschen was weg. Ne, ist nichts Neues aufgetaucht. Okay. Das heißt, mit den Truhen sind wir durch. Noch irgendwie Geheimgang im Geheimgang? Nein. Da nix. Gold, 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 Gold. Rüstungsklasse plus 8 können wir erstmal behalten. Das ist, naja. Aha. Aber es gehört dazu, dass auch nicht alles toll ist. Oh, zweite Seite. Ich weiß nicht. Aha. Zweite Seite ist auch nicht toll. Gibt es eine dritte Seite? Nee. Und alle sind müde, okay. Verstärkt die Wirkung aller Geistzauber. Nicht zu ihr geben, dann würde sie es verkaufen. Aha. Es kann verzaubert werden. Der ist ein bisschen was wert. Bisschen was wert. Den schmeißen wir mal weg, um zu gucken, ob zweite Seite da ist. Ja, zweite Seite mit Gold. Sternbogen. Du hast... Ja, doch, können wir halten. Nee, gut. Also ja, das war eine schöne Schatzkammer. Vor allem die Edelsteine fand ich einen netten Touch. Weil sie haben sie extra nur für diesen Dungeon eingefügt. Ich habe die noch nirgendwo anders gesehen. So, was haben wir hier? Bitte gib mir einen Knopf. Ich will gerne die Türen am Anfang öffnen. Oder ich hätte gerne so einen Brummen gehört. Oh. Tot. Tot, 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 tot. Ich würde gerne jetzt so einen Brummen hören, wie wir es in den anderen zwei Dungeons schon gehört haben. Ich hab's. Ah, Teleporterschlüssel, was? Ich weiß nicht. Elektroresistenz plus 21. Okay. Plus 21, beschleunigt die Erholung. Oh, also hast zwei Sachen, die beschleunigt die Erholung machen? Nee, du nicht. Du hast das Kettenhaar, das Erholung macht. Die beiden Damen haben Helm, die Erholung machen. Ausdauer und Rüstung. Ja, nee, ist besser. Dann sortiere doch mal kurz hier ein bisschen die Bücher um, damit die Rüstung da reinpasst. Und dann ist gut. So, klick. Also, Teleporterschlüssel. Was zur Hölle ist der Teleporterschlüssel? Ist das das Wasserbecken zufällig? Nee. Hier? Nee. Geheimtür? Nein. Teleporter, Teleporter. Du... Die Türen am Anfang? Ich weiß ja nicht. Guck mal kurz hier runter, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Diesen... Gladiatorenkuben. Ich glaube, genau das ist es nämlich auch. Die Magier sind hier irgendwie die Herren der Burg. Und die holen sich diese Amazonen-Gladiatoren hier zur Belustigung. Und für den Swimmingpool. Hier geht's wieder runter. Nee, hier ist unser Sprungpunkt. Und du mach bitte die Schwäche mal weg. Wir können uns keine Schwäche leisten. Wir sind Helden und so. Du. Da hoch. Du. Schwäche weg. So. Jetzt gehen wir wieder in die Mitte von diesem Konstrukt hier, wo wir runtergesprungen sind mit den ganzen Luftelementar. Was war hier? Hier war auch eine verschlossene Tür, oder? Ja, und sie geht auf. Sehr gut. Du. Schwäche ein. Du bist der Teleporter, da will ich nicht rauftreten. Ich will erst die Kiste plündern. So, Spiel des Schicksals, ja. Was haben wir hier noch so? Nix. Es ist wohl nur, um die Energien zu bündeln oder so.
Ja, hier ist nichts. Okay. Teleporter. Was? Hier ist nichts. Hä? Jungs. Ihr habt irgendwas vergessen.